Sie ist die Pionierin in einer Männerdomäne. Ulrike Fitzer war die erste deutsche Frau im Cockpit eines Kampfjets und ist die erste Fluglehrerin auf dem Eurofighter, dem modernsten Kampfflugzeug der deutschen Luftwaffe. Es war nie meine Absicht, allen zu zeigen, dass ich das auch kann als Frau, sondern für mich ist das selbstverständlich, dass ich das als Frau auch kann. Luftkampftraining über Mecklenburg-Vorpommern. Die simulierten Gegner? Zivile Business-Jets, geflogen von ehemaligen Kampfpiloten. Die Jungs haben es ganz gut gemacht. Jetzt im zweiten Set, glaube ich, da haben sie ein, zwei Punkte, die nicht so gut gelaufen sind. Also unser Analyst hat ziemlich lange überlebt. Notfallsituationen, Abfangübungen oder Fliegen bei schlechtem Wetter. Vor dem praktischen Einsatz steht das Training im Flugsimulator. Ist das sehr realistisch? Ist das wirklich so, wie man das im Flugzeug erlebt? Spiegel-TV-Reporter Sascha Dünnebacke stellt sich der Herausforderung eines Mitflugs im Eurofighter. Das Einsatzszenario? Eine multinationale Luftkampfübung. Es war super, aber sehr, sehr anstrengend. Die Kampfpiloten der Luftwaffe sichern und verteidigen den deutschen Luftraum. 24 Stunden täglich, bei allen Wetterlagen. Unbedingte Voraussetzung für den Job am Steuer eines Kampfjets sind absolute physische und psychische Fitness. Spiegel TV-Wissen macht den Härtetest. Ich bin heute in Lage bei Rostock, beim taktischen Luftwaffengeschwader 73 Steinhoff und werde heute zum ersten Mal in meinem Leben im Eurofighter mitfliegen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es mir dabei wohl ergehen wird. Zuvor musste sich der Reporter Sascha Dünnebacke einer ausführlichen flugmedizinischen Untersuchung unterziehen. Eine Woche vor dem Flug wurden ihm die Anti-G-Ausrüstung, der Helm und die Maske angepasst, die die Piloten mit Atemluft versorgt. Beim sogenannten Egress-Training, das alle Jet-Passenger durchlaufen, musste auch unser Reporter das Verlassen des Flugzeugs im Notfall am Boden sowie das Handling des Schleudersitzes trainieren. Hallo, schönen guten Tag, Herr Fitzer. Hallo, Herr Dünnebacke. Was ist denn heute geplant? Ja, wir briefen jetzt gleich. Das heißt, wir sprechen nochmal durch, was wir detailliert heute fliegen wollen. Dann ziehen wir uns um, gehen zum Flieger, gehen raus fliegen und nachher besprechen wir das Ganze nochmal nach. Ja, wie hart wird's denn für mich? Na, wir machen schon das alles, was Sie dürfen. Sie dürfen ja bis zum 6,5-fachen Ihres Körpergewichts an Kräften erfahren. Und das werden wir heute auch austesten. An diesem Tag soll der Luftraum unsicher gemacht werden. Gemeinsam mit zwei weiteren Eurofightern stellen Ulrike Fitzer und Reporter Sascha Dünnebacke die gegnerischen Luftstreitkräfte des Übungsszenarios dar. Wie sind denn die Rollen verteilt hier heute bei den anwesenden Piloten? Ja, ich bin der Overall Flight Lead und der Red Air Commander. Das heißt, ich bin overall für die gegnerische Mannschaft hier verantwortlich. Wir sind einfach nur drei Eurofighter, die probieren, die gegnerischen Kräfte davon abzuhalten, dieses Ziel zu bekämpfen. Und die andere Seite, die verfügt über Abfangjäger, die probieren, uns zu bekämpfen. Die haben Tornados dabei, die auch Bodenziele bekämpfen können und auch F-16s, die Bodenziele bekämpfen können und auch natürlich die gegnerische Flugzeuge abschießen können. Heißt, F-16 wird von was für Piloten geflogen? Ist ja bei der Luftwaffe nicht im Einsatz. Nee, genau, das sind Holländer. Okay. Also das ist eine multinationale Übung tatsächlich. Muss man natürlich auch im größeren Rahmen immer mal üben, weil in der kleinen Eurofighter-Welt weiß man dann doch nicht, ne, was haben andere NATO-Kräfte für Stärken, für Schwächen, wie kann man mit denen planen, wie kann man die am besten einsetzen. Das muss regelmäßig geübt werden und dafür sind solche Szenarien und solche Übungen sehr wichtig. Ulrike Fitzer ist nicht nur Kampfpilotin. Seit 2014 ist sie auch Fluglehrerin und bildet in Lage Piloten auf dem Eurofighter aus. So, jetzt wird es gerade ziemlich hektisch hier. Warum? Ja, wir haben natürlich eine festgelegte Startzeit, die wir nicht so lange rauszögern können, weil sonst 10 andere Flieger auf uns warten. Ja. Und eventuell dann keinen Sprit mehr haben für ihre Übung, wenn wir zu lange auf uns warten lassen. Die während des Fluges auftretenden G-Kräfte sind eine körperliche Herausforderung. Was bringt denn die Anti-G-Ausrüstung uns gleich beim Flug? Wenn Kräfte auf uns wirken, dann bläst sie sich auf
und drückt gegen unsere Beine und verhindert so, dass das Blut in die Beine absackt. Und dann bleibt das Blut statt in den Beinen im Gehirn und versorgt unser Gehirn mit Sauerstoff und wir bleiben bei Bewusstsein. Okay, das haben wir schon mal geübt. So, also ich war letzte Woche schon mal hier zum Anpassen der Ausrüstung. Und zwar genau aus diesem Grund, damit das jetzt hier alles schneller geht. Weil jetzt drängt die Zeit tatsächlich. So, ist auch der Tragekomfort. Ist auch ganz gut eigentlich. Also sitzt gut. Ich habe es natürlich noch nicht erlebt, wie sich jetzt die Hose aufbläst und dann der Anzug. Das werden wir natürlich noch mal sehen. So, jetzt hier der Reißverschluss. So. Auch die Rettungsweste samt integrierter Schwimmweste ist im Notfall überlebenswichtig. Okay, die wiegt ein bisschen was? Die wiegt ein bisschen was. So, jetzt geht's hier oben einmal, ne? Kommt hier der Schnupsi rein? Genau. Müssen oben festhalten. Mhm. Und dann. Und ab. Okay. Connecten wir hier noch. Wofür ist das? Das ist einfach, das ist das Teil, was an den Sitz kommt. Okay. Damit werden sie mit Druckluft und mit der Abluft versorgt. So, los geht's. Wir planen Red Air, wir planen, wir haben initially IFA Departure noch drauf, wir planen aber das zu canceln, wenn es irgendwie geht, und dann eine VFR Reheat Departure nach Norden zu fliegen. Recovery, wir kommen geplant als Two-Ship zurück, machen hier einen Low-Flyby mit 250 Knoten in 500 Fuß und gehen dann separat ins Close und machen einen zum Fullstop. Mhm. Spares gibt's, zwei Stück, allerdings doch auch eine GT ist dabei, also gegebenenfalls könnt ihr da sogar umsteigen. Alternate ist Schleswig, unverändert, Wetter ist gut. Wetter ist auch hier gut, vermutlich wirst du die Möglichkeit haben, für die Reheat Departure auch gleich hier rauszukommen und das mit dir hier rauszufliegen. Ich habe mal rausgeschaut, da gibt es auch blaue Löcher. Frau Witzer, was ist jetzt hier gerade besprochen worden? Was haben Sie jetzt hier gerade besprochen mit den Kameraden? Ich habe nochmal dem Flugdienstleiter gesagt, was wir vorhaben, was unser Plan ist, damit er im Bilde ist, was wir treiben, weil er der Gesamtverantwortliche ist für den Flugbetrieb jetzt für die Runde. Seit 2012 ist der Eurofighter Ulrike Fitzers Arbeitsgerät. 143 Maschinen des Typs hat die Luftwaffe bestellt. Der Beruf der Kampfpilotin und Fluglehrerin ist für die 35-Jährige die Verwirklichung eines Jugendtraums. Als kleines Kind wollte ich eigentlich immer Astronautin werden. Und dann hat, es war ein bisschen unrealistisch gleich nach der Schule. Und mein Vater hatte dann irgendwann die Idee, dass ich mich einfach bei der Bundeswehr als Pilotin bewerben könnte. Damals durften das Frauen noch nicht und ich glaube, es war auch nicht so ganz ernst gemeint, aber ich fand die Idee gut. Mich fasziniert daran einfach, dass ich vor allem jeden Tag die Sonne sehe, dass es ein spannender, abwechslungsreicher und herausfordernder Beruf ist und dass ich nicht von morgens bis abends nur im Büro sitzen muss. 2001 war es soweit. Erstmals standen auch Frauen alle militärischen Laufbahnen bei der Bundeswehr offen. Ulrike Fitzer bewarb sich als Kampfpilotin, bestand den strengen Auswahlprozess und wurde als erste Frau zur Luftwaffenpilotin ausgebildet. Ich wusste gar nicht, dass ich die erste Frau bin, lange Zeit. Und es war nie meine Absicht, allen zu zeigen, dass ich das auch kann als Frau, sondern für mich ist das selbstverständlich, dass ich das als Frau auch kann. Also ich bin so aufgewachsen und so erzogen worden, für mich ist das keine Frage. Ich glaube schon, dass die anderen immer so ein bisschen dann geguckt haben am Anfang, wenn man sich noch nicht kennt, aber man lernt sich ja dann kennen und irgendwann merkt dann jeder, dass ich eigentlich auch genauso nur fliegen will wie alle anderen auch und dass ich da nichts anderes mache und auch nichts anderes will. Ihre fliegerische Grundausbildung absolvierte sie in Goodyear im US-Bundesstaat Arizona. Der Weg ins Kampfjet-Cockpit war lang. Bei ihrem ersten Alleinflug saß sie am Steuer eines Propellerflugzeugs vom Typ Grob 120A. Der Fluglehrer, der fliegt erst ein paar Runden noch mit einem und guckt, dass das auch wirklich alles läuft. Und dann hält man irgendwann an, der steigt aus und beobachtet einen dann vom Boden aus. Und man selber darf so ein paar Platzrunden fliegen und ich war da schon sehr nervös. Aber es war ein schönes Gefühl. Auf der Shepard Air Force Base in Texas erlernte sie dann das Fliegen von leichten Trainingsjets. Direkt im Anschluss ging es weiter nach New Mexico. Auf der Holloman Air Force Base wurde Ulrike Fitzer schließlich zur Tornado-Pilotin ausgebildet.
Vor dem Tornado hatten wir natürlich viele Simulator-Flugstunden schon auch auf dem Tornado. Deswegen wusste ich dann schon so ein bisschen, wie sich der Jet anfühlt. Und das war dann auch so ähnlich im Flieger. Aber trotzdem ist natürlich im richtigen Flieger nochmal was ganz Besonderes. Und es war wirklich ein tolles Gefühl, endlich angekommen zu sein und das zu machen, die ganze Zeit geträumt habe. Und das Ziel war immer so weit weg, ne? Und man arbeitet die ganze Zeit dran und plötzlich ist man da wirklich, das ist sehr, sehr faszinierend. Hohn in Schleswig-Holstein, Sitz der GfD. Die Firma wurde 1989 als Gesellschaft für Flugzieldarstellung gegründet. 14 Learjets fungieren als Trainingsgerät für die Piloten der Luftwaffe. Gesteuert werden die Business Jets von ehemaligen Kampfpiloten. Einer von ihnen ist Thomas Verwoldt. Wir planen heute mit zwei Learjets gegen zwei Eurofighter zu fliegen. Und zusätzlich unterstützen sie noch zwei weitere Eurofighter, sodass wir im Gesamt mit 6 Flugzeugen im Luftraum über Mecklenburg-Vorpommern fliegen werden. Das Übungsszenario ist minutiös geplant. Wir befinden uns momentan hier am Flughafen in Hohn, Schleswig-Holstein. Und wir planen nachher nach Mecklenburg-Vorpommern zu fliegen. Hier ist Lage, wo die Eurofighter herkommen. Die beiden für die Blue Air-Seite werden aus dem Süden im Fluggebiet kommen. Und wir werden uns nachher im nördlichen Teil von Mecklenburg-Vorpommern mit zwei weiteren Eurofightern treffen und dann mit 4 Flugzeugen Richtung Süden fliegen gegen die 2 Flugzeuge, die aus dem Süden Richtung Norden fliegen. Pro Jahr absolvieren die GfD-Piloten mehr als 5.500 Flugstunden. Das ist mehr als bei einem Tornado-Geschwader, nur deutlich günstiger. Wir starten als Erste um 11.40 Uhr hier in Hohn. Die Blue Air Razor Flight startet um 12.05 Uhr in Lage. Und die Raven, unsere Red Air Two Ship, startet als Letztes um 12.10 Uhr aus Lage. Wer die Guten und wer die Bösen sind, ist farblich festgelegt. Die Blue Air hat 0-2-4. Blue sind eigentlich immer die Guten und Red, das sind immer die Bösen. Das kann, je nachdem, was man sich da ausdenkt, ein großes Spektrum an gegnerischen Kampfflugzeugen sein. Das können auch Transporterflugzeuge sein. Im Endeffekt ist man Trainingsmittel für die Blue Air-Seite, die ein bestimmtes Trainingsziel hat, was sie erreichen wollen. Und dementsprechend bekommt man auf der Red Air-Seite dann bestimmte Einschränkungen. Man simuliert ein bestimmtes Kampfflugzeug, man simuliert bestimmte Waffen, sodass das Trainingsziel optimal erreicht wird für die Blue Air-Seite und dementsprechend für die Schüler, die da mitfliegen. Seit 2013 fliegt Thomas Verwoldt Learjets. Vorher war er 21 Jahre lang bei der Luftwaffe, flog Phantom, MiG-29 und Eurofighter. Ein Knochenjob mit Belastungen von bis zu 9 G. Das entspricht dem 9-fachen des Körpergewichts. Man hat gemerkt, dass man halt einfach nicht mehr so der Fitteste ist, auch wenn man Sport treibt. Und daher war ich gar nicht so unglücklich. Aber natürlich bleibt die Leidenschaft immer erhalten. Sprich, immer wenn man Eurofighter sieht oder wenn man jetzt wie heute gegen Eurofighter fliegt, dann ist da doch noch die Leidenschaft im Spiel und Begeisterung für den Beruf. Während der Übung werden alle relevanten Flugdaten exakt aufgezeichnet. Letzte Vorbereitungen vor dem Start. Ich muss nur gerade die SD-Karte in den Flugprofilrekorder reinladen. Der Flugprofilrekorder, der zeichnet konstant unsere Position, Geschwindigkeit, Höhe aus und ist auch immer im Kontakt mit den anderen Rekordern bei den Eurofightern, sodass sie nachher fürs Debriefing, für die Nachflugbesprechung jederzeit sehen können, wo wir waren, zu welcher Zeit. Und können darauf eigentlich ganz gut messen, ob ihr Ausbildungsziel erreicht wurde, wann sie uns wirklich abgeschossen haben, falls sie es schaffen. Ja, bevor es losgeht, muss ich noch eine Vorflugkontrolle machen. Nochmal die Maschine auf den Zustand überprüfen, dass alles im ordentlichen Zustand ist. Heute werden die Learjets der GfD gut 2,5 Stunden unterwegs sein. Und dabei versuchen, ihre simulierten Gegner ständig auf Trab zu halten. Das sind unsere Tipptanks, wo wir auch einen Teil von unserem Kraftstoff, unserem Kerosin drin haben. Und da ist vor allem wichtig, dass hier das sauber geschlossen ist, nicht dass Kerosin verloren geht während dem Flug. Aus einer Stelle, wo es nicht rausgehen soll. Rückblende. Bereits im Jahr 2005 begleitete Spiegel TV Thomas Verwoldt bei seiner Umschulung auf den Eurofighter beim damaligen Jagdgeschwader 73 Steinhoff in Lage. Damals war der ehemalige NVA-Flugplatz der modernste Fliegerhorst der Luftwaffe und Schulungsort der ersten deutschen Eurofighter-Piloten.
Das Hightech-Projekt Eurofighter, an dem außer Deutschland auch Italien, Spanien und Großbritannien beteiligt sind, geriet im Laufe der Jahre immer wieder in die Schlagzeilen. Einige der Gründe: Missmanagement, Kosten, die aus dem Ruder laufen, und unzureichende Einsatzbereitschaft. Die von den Piloten Sixpacks genannten, neu errichteten Hangars waren damals und sind immer noch Ausgangs- und Endpunkt der Erprobungs- und Trainingsflüge. Sehr anstrengend, aber erfolgreich. Ja, das ist man. Das ist eine anstrengende Mission gewesen. Ja. Gut, aber mit dem neuen Flugzeug lässt sich das einwandfrei fliegen. Lief alles hervorragend. Wunderbar. Alles wunderbar. Ja, ist gut. Anfang 2005 drückten in Lage erfahrene Kampfpiloten erneut die Schulbank. Im Klassenraum und mit Hilfe von E-Learning machten sich die ersten Piloten mit dem neuen Waffensystem vertraut. Nach abgeschlossener Umschulung sollten sie ihr Wissen als Fluglehrer an nachrückende Flugschüler weitergeben. Hier über die computerunterstützte Ausbildung haben wir die Möglichkeit, interaktiv mit dem Computer uns das theoretische Wissen anzueignen, das wir brauchen, um das Flugzeug zu fliegen. Die komplette Flugsteuerung, die komplette Avionik, die ganze Technik ist eine komplett neue Generation und dementsprechend auch für uns als Piloten ein neues Feld, würde ich mal sagen. Vier sich gegenseitig kontrollierende Computer ermöglichen die Steuerung des Jets, der unter aerodynamischen Gesichtspunkten eigentlich flugunfähig ist. Im oberen Teil des Bildes können wir ein herkömmliches, aerodynamisch stabiles Flugzeug erkennen. Wenn das Flugzeug während des Fluges durch Turbulenzen aus dem Gleichgewicht gebracht wird, kehrt es selbstständig wieder zurück in eine stabile Fluglage. Im unteren Teil sieht man den Eurofighter, der im Gegensatz aerodynamisch unstabil ist. Und wenn er jetzt aufgrund von Turbulenzen aus dem Gleichgewicht gebracht wird, kehrt er nicht selbstständig zurück in die stabile Fluglage, sondern im Gegenteil schaukelt sich noch amplitudenmäßig auf. Und diese Aufschaukelung ist so stark, dass ein normaler Pilot ohne Unterstützung der Computer nicht mehr in der Lage wäre, diese Aufwerfungen zu kontrollieren, sodass ohne den Computer das Flugzeug wahrscheinlich zerstört werden würde. Lage 12 Jahre später. Der Eurofighter hat seine Bewährungsprobe bestanden und inzwischen die F4F Phantom ersetzt. Für Sascha Dünnebacke wird es jetzt ernst. An Bord der zweisitzigen Trainingsmaschine wird der Spiegel-TV-Reporter zum ersten Mal in seinem Leben mit einem Eurofighter fliegen. Kampfpilotin Ulrike Fitzer macht die Vorflugkontrolle. Gibt es ja nicht mehr viel, was man finden kann. However, will man natürlich trotzdem sicherstellen, dass diese Maschine, in die man gleich einsteigt, flugtauglich ist. Und deswegen geht man selber nochmal um den Flieger und schaut nach, dass einfach kein Sprit rausläuft, dass da nirgends Öl rausläuft, dass die Klappen geschlossen sind und dass da nichts ist, was da nicht hingehört. Alles gut, jetzt steigen wir ein. Das heißt, die müssen jetzt ihren Helm aufsetzen. Etwa eine Stunde und 15 Minuten werden Ulrike Fitzer und ihr Passagier unterwegs sein. Der Reporter fliegt auf dem sogenannten Backseat mit. Bei der Ausbildung von Kampfpiloten nimmt Ulrike Fitzer normalerweise den hinteren Platz in ihrer Funktion als Fluglehrerin ein. Heute sitzt die erfahrene Kampfpilotin vorne und steuert den Hightech-Jet bei einer multinationalen Übung mit insgesamt 11 beteiligten Flugzeugen. Vor dem Start rollen die Kampfjets zur sogenannten Last Chance. Bei der Last Chance gucken auch noch mal Warte über den Flieger. Die gehen noch mal um den Flieger rum und gucken auch da noch mal, dass kein Sprit raustropft, dass da alle Klappen geschlossen sind und gucken, dass der Flieger klar ist zum Fliegen. Zunächst starten 3 deutsche Tornados. Sie sind die simulierten Gegner von Ulrike Fitzer und Reporter Sascha Dünnebacke. Weitere niederländische Jets vom Typ F-16 sind bereits unterwegs zum Übungsgebiet. Dann rollen auch die 3 Eurofighter zum Take-off. Sie sollen die Tornados von der Bombardierung möglicher Bodenziele abhalten
und die begleitenden F-16 der niederländischen Luftwaffe bekämpfen. Ulrike Fitzer beschleunigt den Eurofighter bis zur Startgeschwindigkeit von gut 230 Stundenkilometern und hebt ab. Wir starten mit Nachbrenner, das heißt mit maximalem Schub. Ich fahre das Fahrwerk ein, danach möchte ich noch ein bisschen Geschwindigkeit gewinnen, deswegen klettern wir noch nicht so steil hoch, und wenn wir dann genug Geschwindigkeit haben, dann ziehe ich nach oben. Normalerweise würden wir nur den Trockenschub benutzen, das reicht im Eurofighter vollständig aus, aber wenn man schnell sein will, dann kann man auch den Nachbrenner nehmen. Schließlich startet auch Eurofighter Nummer 2. Den ersten Teil der Übung werden die beiden Luftwaffenjets in einer sogenannten Two-Ship-Formation, einer Zweierformation, absolvieren. Die dritte Maschine operiert von Anfang an außer Sichtweite. Das ist unser Wingman, also unsere Nummer 2. Der kommt jetzt an, überholt uns, der hat seine Waffen gecheckt. Wir checken auch kurz unsere Waffen und dann fliegen wir zusammen in den Luftraum. Jetzt möchte ich kurz, dass wir ein bisschen Abstand zwischen den Fliegern gewinnen, deswegen drehe ich jetzt weg. Unsere Nummer 2, die wartet für 5 Sekunden und fliegt dann hinterher. Und jetzt gebe ich ihm das Signal, dass er wieder aufschließen soll zu uns, und warte dann auf ihn, und er schließt dann wieder auf und kommt wieder näher. Nach wenigen Minuten erreicht unser Eurofighter und sein Wingman den Ausgangspunkt für das erste Übungsszenario der deutsch-holländischen Luftwaffenübung. Wir sind so ungefähr 8000 Meter hoch und wir bewegen uns in einem Luftraum, der erstreckt sich von nördlich Berlin bis über die Ostsee. Und wir sind gerade eher im Norden. Unsere Gegner, die kommen aus dem Süden, und wir probieren unser Land im Norden zu verteidigen. Beim heutigen Trainingsszenario sind die gegnerischen Tornados und F-16 ständig außerhalb der Sichtweite. Auf die Eurofighter-Piloten können bis zu 9G wirken. Je höher die Belastung, desto mehr Blut sackt in die Beine. Kommt zu wenig Blut im Kopf an, droht Bewusstlosigkeit. Wir haben natürlich einerseits sehr gutes Equipment, das heißt, wir haben eine Anti-G-Hose, die wird mit Druckluft gefüllt, wenn diese G-Belastung auftritt, und verhindert so, dass das Blut in die Beine absackt. Und wenn es nicht in die Beine absackt, dann kann es eben leichter im Gehirn bleiben und das Gehirn mit Sauerstoff versorgen. Zusätzlich hilft, die Muskeln anzuspannen, auch das verhindert, dass das Blut zu schnell absackt. Und damit man das ordentlich machen kann und auch eine Weile durchhält, muss man viel Sport machen. Für Ulrike Fitzer ist dies ein ganz normaler Trainingsflug. Für Reporter Sascha Dünnebacke eine noch nie erfahrene Extrembelastung. Was heute nur eine Übung ist, kann für die 35-Jährige jederzeit zum Einsatz mit scharfen Waffen werden. Der Tragweite ihres Handelns ist sie sich dabei bewusst. Natürlich muss man sich von Anfang an und am besten schon bevor man sich bei der Bundeswehr bewirbt, darüber im Klaren sein, dass es durchaus mal darauf hinauslaufen kann, dass man in Einsatz geht und dass man eventuell auch mal Waffen einsetzt. Und das schwingt auch immer mit. Wir trainieren das jeden Tag. Ich habe Vertrauen in meine Regierung, dass sie mich in Einsätze schickt, die auch sinnvoll sind. Und damit muss man leben als Eurofighter-Pilot. Ansonsten muss man sich einen anderen Job suchen. Rügen. Der erste Teil der Übung ist geschafft. Der Plan ist jetzt, dass wir steigen und dann Überschall fliegen. Wir dürfen in Deutschland nur über 36.000 Fuß Überschall fliegen, deswegen müssen wir da erstmal hochklettern. Und wenn wir oben sind, dann können wir beschleunigen. Die beiden Triebwerke des Jets entwickeln eine maximale Schubkraft von 2×90 kN. So kann der Eurofighter fast 2500 km/h schnell werden. Wenn man schneller als der Schall fliegt, dann merkt man das im Flieger selber gar nicht so sehr, weil man hört keinen Knall oder so, man spürt das nicht körperlich. Hier in Deutschland üben wir das auch nur in sehr großen Höhen, das heißt, man kriegt das eigentlich auch gar nicht so richtig mit. Das Simulatorgebäude des taktischen Luftwaffengeschwaders Steinhoff in Lage. Zu Ulrike Fitzers Aufgaben als Fluglehrerin zählt auch die Schulung der Eurofighter-Piloten im Simulator.
Jeder Pilot muss jedes Quartal einen Notverfahrenssimulator machen und einmal im Jahr auch einen Überprüfungssimulator, wo auch Notverfahren natürlich geübt werden und er dann auch beweisen und zeigen muss, dass er die auch sicher abarbeiten kann. Man muss an diesen Simulator natürlich immer mit höchster Konzentration rangehen, auch wenn es jeden Tag Routine ist. Aber diese Notverfahren sind doch ungewöhnliche Sachen, die einen auch auf ganz schön kalt erwischen können. Deswegen ist es extrem wichtig, mit höchster Konzentration ranzugehen. Im Kontrollraum überwacht die Fluglehrerin Christian Pahls simulierten Einsatz. Seit 3 Jahren sitzt der Kampfpilot am Steuer des Eurofighters. Ob Notfallsituation, Abfangübung oder Fliegen bei schlechtem Wetter, der Hightech-Flugsimulator macht's möglich. Ausgangsort des ersten Übungsszenarios ist Lager. Es ist sehr realistisch. Es ist wirklich so, wie man das im Flugzeug erlebt. Gerade hier auch durch diese Kuppel und auch durch das Cockpit, das so nachgebaut ist, ist es extrem realistisch. Christian Pahl weiß nicht, was während seines Simulatorflugs passieren wird. Er kriegt jetzt, nachdem er rotiert ist, ein Feuer, ein Triebwerksfeuer im, was für ein Triebwerk? Im linken Triebwerk. Im linken Triebwerk. Und dann muss er schnell reagieren und das Triebwerk ausschalten und dann gucken, ob das Feuer ausgeht und dann wird er wieder landen. Hoffentlich. Kurz nach dem Start in Lage löst der Simulatortrainer das Feuer aus. Der Chris braucht jetzt natürlich auch noch ein bisschen Zeit, um die Checkliste abzuarbeiten, um alle Punkte durchzugehen, gucken, dass er auch an alles gedacht hat. Dazu will man auch mit einem Triebwerk nicht mehr so enge Kurven fliegen, das sollte alles ein bisschen ruhiger zugehen, deswegen holt er da aus und macht einfach einen stabilen Landflug. Okay, kannst aber sitzen bleiben. Hat natürlich sein Flieger gebrannt, deswegen ist er auf der Landebahn noch zum Stehen gekommen und würde jetzt hier auch den nicht mehr zurückrollen, sondern den Flieger so schnell wie möglich ausschalten und dann raushüpfen. Und das hat er alles sehr schön abgearbeitet. Ich konnte den Flieger wieder sicher zurückbringen. Ich hatte ein linkes Triebwerksfeuer, das Triebwerk habe ich abgestellt, das Feuer ist ausgegangen. Und bin dann einmal wieder zurück zur Landebahn, sicher gelandet, war soweit unproblematisch, aber gut, dass wir sowas im Simulator üben. Hohn in Schleswig-Holstein. Der Learjet der GfD ist startklar. Als Kapitän ist heute Alwin Kroh an Bord, ein ehemaliger Tornado-Pilot der Luftwaffe. Das ist also eine wirklich sehr, sehr gute Alternative zur Tornado-Fliegerei. Manchmal, wenn man rüberguckt, nicht, dann bereut man das immer so ein bisschen, dass man da nicht mehr drin sitzt. Ist also ein bisschen schade, aber im Endeffekt kann man sagen, ja, das ist schon ein sehr guter Arbeitsplatz. Nicht, manchmal ein bisschen eng, aber ansonsten ist das eine feine Sache. Letzte Vorbereitungen vor dem Start Richtung Mecklenburg-Vorpommern. Ja, wir lassen jetzt gerade die Maschine an, haben alle Funktionsüberprüfungen durchgeführt. Und sobald beide Triebwerke laufen und alles in Ordnung ist, legen wir los. Vorne. Das Briefing haben wir vorhin gemacht. Du bist dran mit deinem Crew-Takeoff-Briefing. Hier aus dem Bereich Seat, Comfort Takeoff. Heute war nicht trocken, wenn das kam. Wetter ist traumhaft. Die Departure Standard raus, 2,5 links rum, wie der Gummi. Für Emergencies, wir bauen für alles bis 100. 776. Kampfpiloten der Luftwaffe können mit 41 Jahren den fliegerischen Dienst beenden. Das Fliegen der GfD Learjets ist für Thomas Verwold und Alwin Kroh Job und Passion zugleich, bei wechselnder Aufgabenverteilung.
Das wechselt eigentlich von Flug zu Flug. Ist immer einmal fliegt rechts, links macht der Funk oder umgekehrt, links fliegt rechts macht der Funk. Also ist immer derjenige, der fliegt, konzentriert sich nur auf seine Aufgaben des Fliegens und der andere übernimmt dann die ganzen restlichen Aufgaben wie den Funken, die ganze Berechnung, was Sprit anbetrifft, die Buchführung, alles was sonst noch anfällt nebenher. Heute stellen zwei Learjets der GfD und zwei Kampfjets die gegnerischen Luftstreitkräfte dar. Über Mecklenburg-Vorpommern treffen die Besatzungen der Learjets auf ihre Mitstreiter. Zwei Eurofighter aus Lage. Die vier Flugzeuge fungieren nun als Zieldarstellung für zwei weitere Eurofighter des taktischen Luftwaffengeschwaders 73 Steinhoff. Formation auf die zugeflogen. Die Jungs haben das sauber und prima abgearbeitet. Jetzt fliegen wir Richtung Norden und jetzt werden wir drei verschiedene Gruppen darstellen, die aus verschiedenen Richtungen kommen, mit verschiedenen Manövern. Also so die nächste Stufe der Herausforderung. Für jeden Eurofighter-Piloten steht vor der praktischen Flugübung mit den Learjets das Training im Simulator. Fluglehrerin Ulrike Fitzer und Kampfpilot Christian Pahl üben ein Abfangmanöver. Wir trainieren jetzt einen Intercept, das heißt, er hat einen Flieger, den muss er erstmal mit dem Radar finden, dann muss er zu ihm hinfliegen und sich nah genug bei diesem Flieger positionieren, damit er ihn auch identifizieren kann. Christian Pahl sucht sein Ziel, findet es schließlich und nähert sich von hinten. Das Flugzeug, das er abfangen soll, ist ein Learjet der GfD. Im Kontrollraum überwachen die Ausbilderin und ein Simulatortrainer die Übung. Da wird es ein bisschen sinken, damit er das Ziel nach Möglichkeit über sich hat. Das ist dann ein bisschen einfacher zu sehen. Also bei einem Intercept ist nicht das Ziel, dass man Nase auf Nase sich entgegenkommt und das andere Ziel mal für 2 Sekunden sieht, sondern er soll wirklich stabil neben dem Learjet ausrollen. ID is a Lear 35 with Delta, Charlie, Golf, Foxtrot, Echo as a registration. 2 personal board, no external pumps or tanks. Heading is 180, altitude is flight level 180. Request further instructions. Sniper, do the break off. Sniper is breaking off. Jetzt hat er seinen Auftrag erfüllt und fliegt wieder weg, weil der Flieger braucht keine Hilfe, der benötigt ihn nicht mehr und dann kann er wieder wegfliegen. Das kommt tatsächlich bei der Alarmrotte häufig vor, wenn zum Beispiel ein ziviler Airliner nicht mehr funkt, dann wird die Alarmrotte alarmiert und geht in die Luft und dann macht die genauso einen Intercept auf den Airliner. Christian Pahl fliegt zurück nach Lage, um dort zu landen. Nach gut 2 Stunden geht die Trainingssession im Hightech-Simulator zu Ende. Ich finde es total spannend, den jungen Leuten bei der Entwicklung eben zuzusehen und auch da ein Teil von zu sein und denen die Erfahrungen, die ich machen konnte, all die Jahre mitzugeben und einfach ein Teil von deren Entwicklung zu sein und zu sehen am Ende, wenn die jungen Leute hier graduieren, dass sie ausgebildete Eurofighter-Piloten sind und richtig gute Piloten. So, bist du zufrieden? Ja, soweit alles gut geklappt. Ein paar Sachen, die ich vielleicht hätte besser machen können, wie hast du es empfunden? Ich fand es, du hast es wirklich gut gemacht. Ne? Gerade, wir können es ja mal kurz durchgehen. Am Anfang die EP, ne? Du hast gleich gesehen, dass es ein Feuer war. Bist noch in Max Reheat gegangen, bist erstmal sicher vom Boden weg und dann hast du die Goldface durchgeführt, hast das Triebwerk ausgeschaltet. Das alles ging schnell, das war alles sicher und routiniert. Damit war ich echt zufrieden. Okay. Und bist dann auch wieder sicher gelandet. Ja. Und ich echt gut. Auch die deutsch-niederländische Luftwaffenübung neigt sich dem Ende entgegen. Kurz vor der Landung demonstriert Ulrike Fitzer dem mitfliegenden Reporter noch einmal eindrucksvoll, was ein Eurofighter leisten kann.
Meine Nummer 2, die schließt jetzt gerade auf in die nahe Formation und wir fliegen jetzt einfach geradeaus auf den Platz zu und machen dann nochmal eine Kurve nach links, damit wir die Parameter richtig einnehmen können, damit wir das Fahrwerk fahren. Hier sind wir schon in unserem Final Turn, das heißt, das Fahrwerk ist unten. Wir rollen jetzt aus, genau auf die Landebahn zu und landen. Hier probieren wir nochmal den Luftwiderstand auszunutzen, um zu bremsen, um die Bremsen des Flugzeugs ein bisschen zu schonen. Und dann rollen wir zurück in unsere Box. Etwa eine Stunde und 15 Minuten war die Kampfpilotin mit ihrem Passagier unterwegs. Für alle Beteiligten folgt noch das Debriefing, bei dem die heutige Übung bis ins Detail analysiert wird. Den Reporter hat der Mitflug im Rahmen der Luftwaffenübung beeindruckt. Es war super, aber sehr, sehr anstrengend. Also einmal dachte ich tatsächlich, ich muss spucken, aber da ging es doch Gott sei Dank ohne. Aber sehr, 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 sehr beeindruckend. Wahnsinn. Für die erste Eurofighter-Pilotin und Fluglehrerin der Luftwaffe geht ein ganz normaler Arbeitstag zu Ende. Für Reporter Sascha Dünnebacke war der heutige Mitflug ein Flug wie kein anderer. Ein absolut einmaliges Erlebnis. Was war denn da gerade los? Was für ein Szenario war das? Und das ging alles sehr schnell, als wir unterwegs waren, ne? Ja, wir waren praktisch die Bösen. Wir haben ab und zu versucht, die Guten anzugreifen. Aber die haben sich immer gut gewehrt und zumindest wir haben keinen von denen abgeschossen. Jetzt wie von den Manövern, die wir geflogen sind, manchmal ging es dann sehr schnell hin und her. Was war denn da los eigentlich? Naja, wir wollen natürlich so gut wie möglich die anderen versuchen abzuschießen. Und dann ist es manchmal halt nötig, dass man manövert, dass man sich selbst verteidigt, dass man manchmal zwar auf den einen sich schon fixiert hat, aber dann kommt der andere doch näher und man entscheidet sich nochmal um und schießt auf den anderen. Und dann kann es schon dazu kommen, dass man ab und zu mal ein paar Kräfte auf den Flieger bringt. Welchen Anteil hat denn die reine Fliegerei jetzt im Vergleich jetzt zum Kämpfen in Anführungsstrichen? Die reine Fliegerei hat eigentlich ziemlich wenig, dadurch, dass der Eurofighter doch im Vergleich zu anderen Fliegern relativ einfach zu fliegen ist. Also das System Handling hat einen viel höheren Stellenwert im Eurofighter. Das Radar bedienen, die ganzen Systeme bedienen, das braucht viel mehr Gehirnschmalz als das eigentliche Fliegen. Am Himmel über Mecklenburg-Vorpommern geht der simulierte Luftkampf in die finale Phase. Wenn sich Thomas Verwoldt und Alwin Kroh mit den Eurofightern der Luftwaffe messen, gehen sie an die fliegerischen Limits ihrer Learjets. Ja, man muss sich immer ein bisschen im Griff halten, weil bei 60 Grad Schräglage ist dann auch Ende und damit bei 2 Gs. Und da merkt man auch, dass das Flugzeug ja eigentlich dafür nicht gebaut ist, sondern es ist eigentlich ein ganz normales Businessflugzeug, das eigentlich bis 30 Grad Schräglage arbeiten soll, sodass wir eigentlich das Flugzeug schon langsam in Bereiche bringen, die auf Dauer ziemlich viel Wartung bedingen. Der vorgetäuschte Feind operiert die meiste Zeit außerhalb der Sichtweite der Learjet-Piloten. Die Eurofighter sehen wir relativ selten bei der Übung, weil die Entfernungen einfach zu groß sind, wo sie ihre Waffen einsetzen. Und auf diese Entfernungen können wir die Jungs eigentlich ganz, ganz selten sehen. Sehen tun wir sie eigentlich kaum. Bei den Luftkampfübungen berechnen die Eurofighter die sogenannte Probability of Kill ihrer Bordwaffen. Dieser Wert ist unter anderem davon abhängig, wie nah sie ihrem Ziel kommen und in welchem Winkel sie sich darauf zubewegen. Beträgt der Wert mehr als 90%, gilt der Abschuss als sicher.
Nach einem finalen Rendezvous der Red Air Gruppe ist die Übung beendet. Die Eurofighter machen sich auf den Heimweg nach Lage. Die Learjets fliegen zurück nach Hohn. Die Jungs haben es ganz gut gemacht. Jetzt im zweiten Set, glaube ich, da haben sie ein, zwei Punkte, die nicht so gut gelaufen sind. Also unser anderer Learjet hat ziemlich lange überlebt. Deswegen denke ich, da werden sie nachher beim Debriefing, bei der Nachbesprechung nochmal genau reingucken müssen, was da beim nächsten Mal besser laufen kann. Das ganze Szenario steht und fällt mit der Kommunikation. Das heißt Kommunikation zwischen den Flugzeugen, das heißt Kommunikation zur Bodenstation, Luftfahrzeug. Im Endeffekt sind über verschiedene Ecken alle Flugzeuge und die Bodenstationen in einem Loop, damit alles abgestimmt aufeinander ablaufen kann. Und zusätzlich ist natürlich von großer Wichtigkeit bezüglich der Flugsicherheit, dass man jederzeit weiß, wer ist wo, wer macht was, damit ich dementsprechend darauf reagieren kann, dass es da nicht zu einem Close Flyby kommt, wo Leute aneinander vorbeifliegen, in einer Nähe, wie es eigentlich nicht sein soll. Es ist geschafft. Nach knapp 2,5 Stunden Übung landen die ehemaligen Kampfpiloten in Hohn. Mit dem Verlauf der Übung ist Thomas Verwoldt zufrieden. Es lief ziemlich gut. Der Flug war doch relativ erfolgreich. Ich glaube, die Jungs auf der Blue Air-Seite haben relativ erfolgreich ihre Ziele abgearbeitet. Und von dem, was man zumindest jetzt beurteilen kann, war das eine ganz solide Aktion. Mehr als 300 Kampfpiloten verrichten ihren Dienst bei der Luftwaffe und sichern den deutschen Luftraum. 24 Stunden am Tag. 7 Tage in der Woche.